Mikro ist trocken. Moin. Man kann sich tatsächlich ärgern. Ich habe vorhin mal ein bisschen durchgesäppt, was alles so auf den Kanälen so läuft und so im Fernsehen und Zeitungen und so. Und stell dir vor, dass alles jetzt nur noch irgendwie versucht wird. Jede, also egal welche Meinung, die wird versucht irgendwie mal nur in irgendwas so links und rechts zu drücken, wie auch immer. Es wird auch mal versucht, Menschen zu mobilisieren. Alles, also Dinge, die jeden nerven. Du weißt, was den meisten dann nervt. Wann ist endlich Sommer? Ne? Ja, lass uns mit Sommer anfangen. Es gibt ja auch gute Nachrichten. Ne? In der ITA sind ja mal viele Neuigkeiten auch. Du kannst von A bis Z gucken, es gibt nichts, also wenig Positives. Und ich wollte nochmal anknüpfen an dem, was ich letzte Woche nochmal veröffentlicht hatte. Also für die, die das noch nicht wissen. Ich war hier in Hamburg beim Jobcenter. Hab da mal ein paar Wege in die Gänge gesetzt und wurde dann unterm Strich mit einer Sanktionierung bedroht. Die kam schriftlich. Und vorher waren so Einladungen der Fall. Und dann bin ich hin zum Sozialgericht. Und da wurde das auf einstweiligen Erst, wurde diese Sanktion dann aufgehoben, beziehungsweise bis zur Entscheidung. Nicht? Und wie ist das zustande gekommen? Das könnte sich jeder, der jetzt also auch ein bisschen von diesem ganzen Leistungsempfängerdruck in diesen Jobcentern ausgesetzt ist und sie nicht wehren kann, überwiegend sind es leider auch ältere Menschen, die also kaum wissen, wie sie, wenn sie jetzt keine Rente kriegen, wie sie an und für sich diesen ganzen Repressalien los sich ein bisschen befreien können. Ich habe das gerügt und das wurde vom Sozialamt dahingehend angenommen, dass die Post, die ich bekommen hatte, die war von dem sogenannten Fallmanager nicht selbst unterschrieben. Was unterschrieben worden ist und war, das war die Sanktion an sich. Und ihr braucht hier in Hamburg nur nach Dammtor gehen, in den ersten Stock, Frau Andresen, und die macht also mehrere Richter oder Aufnehmer, da gibt ihr einfach dann zum Protokoll, dass da in einigen Fällen die Post nicht unterschrieben war und dir in der Aussage im Ganzen keine Rechtssicherheit bieten. Mehr nicht. Danach hat das Jobcenter das Verfahren auch von sich ausgeschrieben, dass es eingestellt ist, dass also wirkungslos ist die Sanktion. Das sollten 10% sein für 3 Monate. Die wurden aufgehoben. Und dazu ist auch ein Beschluss erfolgt, der ist auch unwiderruflich gewesen, weil du dann als Mensch, und jetzt geht es darum, wenn wir hier von Menschsein reden, dass du als Mensch in deinen Grundrechten verletzt bist. Der Steuerzahler, der denkt, der finanziert mit seinen Steuerzahlungen das Hartz IV, das ist falsch. Das wird suggeriert in den Medien. Bezahlen tut das Jobcenter oder die Handlungsanweisung, auch die Finanzierung, das sind die Steuer der Unternehmer. Dafür kriegen die wiederum zum einen ganz anderen Kurs wieder günstig trainierte Arbeitskräfte zurück zum ganz günstigeren Lohnpreis, also 8,70 Euro. So läuft der Trick, das ist ein Kreislauf. Und wenn wir uns als Menschen sehen, dann sollten wir auch gucken, was für Gesetze, wenn es Gesetze gibt. Es gibt ja inzwischen im Internet die Diskussion zwischen Reichsbürgern, esoterischen Rechtsspinnern, dann kommt dann Mitte, also politisch loyal oder angepasst oder mitgehend und danach kommt links. So, das sind also diese verschiedenen Weltanschauungs- und Betrachtungsweisen, die also leider auch der Jugend auch antrainiert wird, ohne dass zwischen diesen ganzen Betrachtungsweisen Differenzierungen stattfinden. Die Differenzierung, die dann dort stattfindet, ist die Bekriegung. Das heißt, es werden Gruppen geschaffen, die sich untereinander, gegeneinander verprügeln, wie auch immer. Und wovon lenkt ab? Was machen die Gesetze mit uns selbst? So, wenn wir wissen, dass das Hartz-IV-Gesetz entgegen jeglicher Menschenrechte komplett verstößt, inklusive der Gesetze, die hier im Land geschrieben und fest und gültig sind, ebenso verstößt. Und die Mitarbeiter, das sind im Prinzip ja auch Betroffene, nur sie wissen nicht, dass sie im Prinzip genau das machen, was sie damals in den 30er, 40er Jahren gemacht haben. Zwar nicht mit Waffen, aber analog ähnlich. Sie unterschreiben ihre eigenen geschriebenen Briefe nicht und sagen, die soll gültig sein. Und das ist falsch. Und das ist der Punkt, den auch das Sozialgericht hier in Hamburg angenommen hat. Darüber hinaus habe ich eine Strafanzeige erstattet. Und auch diese wurde angenommen. Und zwar gegen das Jobcenter hier in Hamburg.
Warum? Wenn das Sozialgericht meine Entscheidung bestätigt, dass ich mich meinen Grundrechten als Mensch verletzt sehe und das Jobcenter in meinem Fall dann diesen Fehler getan hat, die schreiben mich selbst zu unterzeichnen und mir erzählen wollen, dass sie gültig sind und dann noch nach Gesetzen gehen, nach Sozialgesetzbuch, dann muss ich für mich als Mensch sagen, halt stopp, wo bleibt meine Würde? Hier hört's auf. Wenn ich einen Vertrag mit dir mache, den unterschreibe ich auch. Oder ich gebe dir meine Hand. Eins von beiden. Aber es kann nicht sein, dass ich hier Firmen gründen und nach außen als Behörde in Erscheinung treten und dazu muss ich das Recht in die Hand nehmen, Menschen von ihrem Lebensunterhalt und ihrem Dasein zu beurteilen. Das kann nicht sein. Das ist ungerecht. Dieses Unrecht gehört abgeschafft. Komplett. Das ist unabhängig, welcher Herkunft der Mensch dann ist oder wo er geboren ist, der dieses bezieht. Er ist auch bestraft, genauso wie der Berufstätige oder der Selbstständige oder wer auch immer. Auch die sollten sich die Frage stellen, in welchem Rahmen haben die Gesetze in ihrer Anwendung für mich eine Gültigkeit? Wenn ja, was muss ich befolgen und auch mein Gegenüber einhalten? Und da gibt es verschiedene Verwaltungsverfahrensvorschriften, dafür gibt es ein eigenes Gesetz. Es gibt Gesetze für die Postzustellung, für die Übergabe von Urkunden, von Unterzeichnung von Briefen, von Anzeigen, von Gerichtsbeschlüssen bis alles. Es kann nicht sein, dass wir mit selbstgemachten Gesetzen, die durch Konzerne und Banken manipuliert worden sind. Die ausführenden Menschen waren die, die heutzutage in Ministerien sitzen. Die erinnern sich das so, dass das passt. Ob in den Alltagsfragen, ob in der Rentenfrage, ob in der Gesundheitsfrage, wir sollten immer uns klar und bewusst sein, dass alle Entscheidungen, die für die Menschen und auch die Verbände und Vereine, die hier im Land für die Menschen arbeiten und tätig sind, an oberster Stelle generell abblitzen. Das sind die obersten sogenannten Bundesbehörden. Die machen dann Schluss. Die lassen es zu, dass die Natur hier vergiftet wird, die lassen es zu, dass Mensch und Tier vergiftet werden. Die Menschen werden hier enteignet, die Menschen werden ausgebeutet. Es werden jetzt 80-jährige ältere Männer und Frauen. Ältere Männer und Frauen werden hier heimlich, ganz stillschweigend an der Bevölkerung vorbei rausgebracht aus ihren Wohnungen. Mietverträge, die 30 Jahre alt sind und länger, die sind schon verpönt. Weil sie kein Geld bringen. Sie bieten den Leuten Geld an, in der Annahme, dass sie dann verschwinden. Wenn sie nicht verschwinden, werden sie rausgeegelt oder anders wie klein gemacht. Oder mit einer Miterhöhung erhöht, belohnt. Und die können sich nicht wehren. Hier, die normalen Menschen, die auf mir vorbeilaufen oder auch hier stehen, selbst die können sich in dieser selben Gesetzeslage, in der wir uns alle befinden, kaum noch verteidigen. Und wir sollten verdammt irgendwo auch selbst gucken, wo die Gültigkeit von tatsächlichen Bestand hat. Und deswegen habe ich mir gedacht, das Ganze auch am Mikrofon und hier auf dieser Montagsmahnwache die Hartz IV oder Jobcenter-Angelegenheit auch zu veröffentlichen. Es gibt auch Menschen, die schimpfen sich den Rechtsanwalt. Die nehmen sich dieses Wissen und sagen dir, ich könnte dir mit einem Sanktionsvertrag helfen, zahl mir 300 Euro Gebühr fürs erste Gespräch und dann schreibe ich dir einen Brief, der auch nochmal 200 Euro kostet. Das nennt sich dann Geld machen. Mache ich nicht. Wir müssen uns untereinander helfen. Ihr erzählt von menschlich und Menschlichkeit sein heißt füreinander, miteinander da sein. Es gibt Menschen, die schaffen Projekte, die schaffen zum Beispiel Tomatenrettung. Habt ihr davon schon mal gehört? Es gibt Menschen, die kümmern sich um Pflanzen, dass sie erhalten bleiben. Die kümmern sich darum, dass das auch irgendwo verteilt wird, dass es bekannt wird. Ohne daran irgendwie Finanzinteresse zu haben, außer dass das nicht alles ein bisschen rechnet. Wo bleibt die Herzlichkeit im Einzelnen für sich selbst und auch von dann von den Jungen bis zum älteren Menschen? Was vermitteln wir unserer Jugend? Und das ist auch ein zentrales Thema. Wir können nicht einfach nur sagen, auch nicht als Elternteile, und er schreibt das, das war schon immer ungerecht gewesen und dann ist gut. Unterstützt euch untereinander. Wenn ihr ein Wissen habt, sei es ein Gerichtsbeschluss, der aktuell ist oder sonstiges, dann gibt das einfach weiter selbstlos, damit sich verschiedene andere Menschen anschließen können und auch dem Unrecht begegnen können. Und diese Empfehlung weitergeben. Wir können kriminelle Menschen nur damit begegnen, indem wir mit ihren eigenen Handlungen begegnen. Die müssen sich erklären. Das ist der Punkt. Guten Abend.